Dropshipping ist eines der besten Wege, in 2024 online Geld zu verdienen. Jedoch kann es zu Beginn relativ kostenintensiv sein, insbesondere wenn man nicht weiß, was man macht. Doch was viele nicht wissen, Dropshipping ohne bezahlte Werbung ist der sicherste Weg zu den ersten 10.000 Euro Profit mit Dropshipping. Denn hierbei hast du nahezu keinerlei Ausgaben, lediglich die Produktkosten, um eben diesen Content zu filmen. Und damit verdienen teilweise Jugendliche Tausende von Euros jeden Monat an Profit, indem sie lediglich virale Videos auf TikTok hochladen und produzieren. Du kannst das auch, und das ist mit Abstand die größte Möglichkeit in Dropshipping in 2024 mit wenig Kapital. Doch wie funktioniert das? Wie startest du damit? Welche Produkte sind dafür geeignet? Dafür gibt es dieses Video, ein kostenloser Crashkurs zum Thema TikTok Organic. Starten wir zuerst mit den untersten Basics. Wie funktioniert Dropshipping überhaupt? Zu Beginn finden wir zum Beispiel ein Produkt wie dieses hier für 8 Euro. Erstellen dann einen Shop für 1 Euro, wo wir dieses Produkt für 30 Euro weiterverkaufen. Vermarkten dann dieses Produkt mit bezahlter oder kostenloser Werbung. Der Kunde bestellt bei uns und dann schickt dieser Zulieferer direkt das an den Kunden, ohne dass wir das Produkt jemals halten müssen oder Inventarkosten dafür brauchen. Klingt eigentlich ganz einfach, oder? Bei organischem Dropshipping sparen wir uns komplett die Marketingkosten, die sonst mit bezahlter Werbung anfallen könnten, die dann doch paar hunderte bis tausende Euros anschlagen würden. Und damit erhöhen wir zugleich ohne diesen Marketingkosten deutlich unsere Profitmarge, die hierbei von 40 bis hin sogar zu 70% sein können. Also brauchst du theoretisch deutlich weniger Umsatz, um die gleiche Profitsumme zu erzielen. Brechen wir das Ganze aber runter. Wie startest du damit erfolgreich in 2024? Prinzipiell musst du drei simple Schritte beachten. Jedoch ist jeder Schritt wichtig, dass du den richtig umsetzt. Nummer 1 Produktwahl, Nummer 2 Content Creation und Nummer 3 Shopaufbau. Starten wir erstmal mit der Produktwahl. Dein erstes richtig großes Fundament ist dein Produkt. Wenn dein Produkt nicht stimmt, wirst du damit keine guten Ergebnisse erzielen. Denn wenn dein Produkt nicht stimmt, können alle anderen Instanzen stimmen. Du kannst virale Videos produzieren, du hast eine super Conversion Rate, beziehungsweise du wirst keine gute Conversion Rate haben, wenn dein Produkt nicht stimmt. Denn dein Produkt muss richtig sein, um nicht nur viralen Content zu erstellen, sondern im Endeffekt, dass die Leute auch bei dir einkaufen. Viralen Content zu produzieren ist das eine, dir aber in kaufkräftige Kunden umzufunktionieren, ist das andere. Und das ist ja schließlich das, was wir wollen. Denn deine Videos können viral gehen, Millionen von Aufrufen erzielen. Jedoch, wenn dein Produkt nicht relevant ist, insbesondere für diese Zielgruppe, wirst du damit keine Verkäufe erzielen. Und damit verschenkst du oder verschwendest du eben damit die essentielle Zeit. Und genau das ist der wirkliche Kernunterschied darin, ob du mit deinem Produkt 10.000 Euro Umsatz machst oder auch 100.000 Euro Umsatz machst. Der Unterschied liegt in dem, wie gut der eigentliche Winner ist, wie gut das Produkt ist. Was sind aber eigentlich die Kriterien, die du bei einem organischen Dropshipping-Produkt beachten musst, im Gegenzug zu zum Beispiel einer bezahlten Werbung? Da sind die Kriterien tatsächlich etwas anders. Nummer 1, das Produkt sollte auf jeden Fall eine Nachfrage und einen Nutzen haben. Denn das beste Beispiel ist zum Beispiel dieses Produkt hier, das zwar Millionen von Views erzielt hat, aber keine Verkäufe bzw. wenige Verkäufe generieren wird, weil einfach niemand dieses Produkt braucht. Niemand braucht das wirklich. Es ist vielleicht cool, mal ein Video dazu zu sehen und dementsprechend kann es auch viral gehen, aber keiner braucht das Produkt in seinem Leben. Stattdessen wäre zum Beispiel so ein Produkt deutlich sinnvoller. Der Starlight Projector ist ein virales Produkt, das über Jahre schon lange funktioniert, indem es wiederum wieder brandneue Iterationen gibt, die jedes Mal aufs Neue sehr gut funktionieren können. Und das ist ein Produkt, das im Vergleich zu herkömmlichen LED-Streifen deutlich schöner, deutlich besser ausschaut und dementsprechend ein Upgrade ist. Nummer 2, es sollte auf jeden Fall Viralitätspotenzial haben, dass du dementsprechend auch damit gut Content kreieren kannst und natürlich eine große Zielgruppe erreichen kannst. Und Nummer 3, es sollte möglichst leicht für dich sein, eben Content dazu zu erstellen. Es ist nicht sonderlich sinnvoll, von Anfang an ein Produkt zu wählen, indem du zum Beispiel einen Berg besteigen musst, um dazu überhaupt Content zu filmen. Oder du zum Beispiel an die schönsten Strände der Welt hinfliegen musst, nur um diese Maske oder diese Flasche zu testen. Sollte auf jeden Fall schon zu Beginn deutlich leichter sein. Wenn du aber diesen Competitive Advantage hast, wie zum Beispiel die vorher genannten Beispiele, dann kannst du das natürlich zu deinem Vorteil ausnutzen. Oder zum Beispiel, du hast eine Katze zu Hause und kannst dementsprechend eher organischen Content mit Katzenprodukten erstellen, was für dem einen oder anderen, der keine Katze hat, dementsprechend nicht möglich ist. Ein gutes Beispiel für ein wunderbares Produkt ist zum Beispiel dieser Weed Roller. Warum? Weil du solche Produkte, die in Verbindung mit THC, Cannabis und Drogen nicht auf bezahlte Werbung vertreiben kannst. Sprich, es ist durchaus eine Nachfrage da, aber dementsprechend hast du auch noch einen Competitive Advantage und kannst zum Beispiel wie diese Creator super Videos super leicht produzieren, die dementsprechend viral gehen können, weil das Produkt Viralitätspotenzial hat, gute Margen hat und auch dementsprechend einen Nutzen hat. Jetzt fragst du dich sicherlich, wie finde ich überhaupt solche Produkte, die dementsprechend relevant werden? Na, zum Glück ist die beste Möglichkeit zugleich kostenlos, als auch die direkte Plattform, nämlich TikTok.
Es gibt keinen besseren Ansatz, als über TikTok eben diese Produkte finden zu können. Also machen wir das Ganze gemeinsam. Wie startest du am besten? Dafür brauchst du einen brandneuen TikTok-Account. Ist egal, wie der heißt, ist egal unter welchem Namen, eben um den Algorithmus so zu unserem Gunsten anzutrainieren, dass er uns nur noch solche Produkte anzeigt. Also, erstell dir einen brandneuen Account und dann gibst du zum Beispiel ein, wie zum Beispiel Hashtag TikTok made me buy it. Und dann siehst du gleich einige Produkte, die dementsprechend als Dropshipping-Produkte sind. Wie zum Beispiel hier, so ein Massierer für einen Hund, das ist ziemlich cool. Also das wäre für mich eigentlich ein cooles Produkt, was man organisch cool drehen kann, wenn man eben ein Haustier hat. Und da quasi speichere ich das Ganze ab. Die haben natürlich nicht nur solche Produkte. Die machen ganz, ganz viele Views. Also die machen das sehr gut, wenn die natürlich da was hätten. So, weiteres Produkt hier zum Beispiel. Speichere ich, like ich. Cooles Produkt, sieht nice aus. Wäre zum Beispiel ein interessantes Produkt, was man durchaus testen könnte. Hat einen Nutzen, hat gute Views, kann man leichter zu Content kreieren. Mega geiles Produkt. Und dann schaue ich eben weiter. Das ist auch cool. Vor 3 Tagen viral gegangen. Das ist für mich auch ein super Indikator für Produkte, die in letzter Zeit super gut sind dafür. Hier vor 3 Tagen, ihr könnt das auch anschauen. Der hat auch noch nicht so viel Content dazu hochgeladen und hat jetzt schon fast 10.000 Likes oder 10.000 Abonnenten. Ist für mich ein super Produkt. Und er kann super leicht Content dazu erstellen, wenn man zum Beispiel einen PS5 oder PS5 Controller hat. Auch das ist eine andere Sache. Aber auch das sind ziemlich gute Hooks, Prototype und die Realität. Dein Ziel ist es jetzt quasi, mit möglichst vielen solcher Posts zu interagieren, durchgehen, zu liken, kommentieren, speichern und dann quasi 20 bis 40 bis 50 Videos davon eben so durchzugehen und dir auch die Favoriten abspeichern. Und dann wird dir TikTok eben nur noch solche Content Pieces anzeigen. Werbungen, TikTok Creative. Dann wird dir eben TikTok durch den Algorithmus erkennen, okay, du bist interessiert an solchen Videos und dir nur noch solche Videos vorstellen. So kannst du ganz leicht wirklich 50 bis 100 Produkte in eine Liste zusammenfügen an potenziellen Produkten. Und dann geht es nur noch darum, welches Produkt du priorisierst, welchem du mehr Aufmerksamkeit schenkst und das dein potenzieller Winner ist. Mein Tipp an euch, schaut euch, was aktuell wieder alles, insbesondere in den vergangenen Woche zum Beispiel, wie wir die 2 Produkte gerade gesehen haben, nicht was schon vor ein paar Monaten funktioniert hat. Das wird einfach ein bisschen schwieriger für euch, auf diesen Hype-Train aufzuspringen und versucht, dieses Video eben so gut es geht nachzumachen und dementsprechend da die Content-Pieces, dieses Produkt zu dir nach Hause per Amazon, CG Dropshipping oder je nachdem nach Hause zu bestellen. Und nach nur einem Tag, lediglich kurze Recherche, hast du eine riesengroße Liste an potenziellen Produkten. Aber wenn man sich für ein Produkt entscheidet, sollte man das Ganze mindestens für 2 bis 4 Wochen durchziehen und konstant 2 bis 3 Content Pieces pro Tag hochladen. Aber das ist natürlich eine Menge Zeit, nur um nachträglich feststellen zu können, das Produkt funktioniert nicht so wie erwartet oder das Produkt hatte nie die Möglichkeit zu funktionieren. Und das kann man leider nicht von Anfang an wissen, insbesondere wenn man keinerlei Vorerfahrung hat. Und falls du das Ganze richtig ernst meinst und richtig angehen möchtest in 2024, dann habe ich jetzt die Möglichkeit für dich und zwar diesen kommenden Monat für Februar sind jetzt neue Termine frei geworden für mein 1:1 Mentoring-Programm, wo wir, ich und mein Team, dir genau bei deiner Entscheidung helfen, welches Produkt wirklich Sinn macht, welches Produkt funktioniert, denn wir haben die jahrelange Erfahrung und wissen bereits schon, welche Produkte basierend auf diesen Trends gut funktionieren können. Wir sehen Dutzende Produkte jeden Tag und können direkt dir bei deiner Entscheidung helfen. Und somit können wir dir viele Wochen und Monate an harter Arbeit sparen. Führen dich Schritt für Schritt durch den ganzen Prozess durch, von der Produktsuche, Shopaufbau, Vermarktung, bezahlt oder organisch oder kostenlos, ist 100% an deinen individuellen Fall angestimmt. Nur um zu zeigen, dass es auch in 2024 funktioniert, hier sind einige Beispiele von Yannick, Lars, der auch diese Woche seinen Job kündigen konnte, Marc und vielen mehr, die damit auch sehr gute Ergebnisse erzielen konnten. Also nutze jetzt deine Möglichkeit, bevor es zu spät ist und bevor die Plätze weg sind. Dazu findest du unten einen Link in der Videobeschreibung und da kannst du dich für ein kostenloses Erstgespräch mit mir eintragen. So, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, der Content Creation, das zweite Fundament. Du magst vielleicht ein gutes Produkt haben, das sich ein bisschen von alleine vermarktet, aber die Content Creation ist das, was dich wirklich von der Konkurrenz noch zusätzlich abhebt. Das muss einfach sitzen. Wie wir damit starten? Nachdem wir unser Produkt gefunden haben, bestellen wir das direkt zu uns nach Hause, damit wir damit Content erstellen können. Unser Ziel ist es, 2 bis 3 Videos pro Tag hochzuladen. Und das idealerweise bei mehreren Produkten, einfach um unsere Chancen auf diesen Erfolg direkt zu erhöhen. Aber zu Beginn könnt ihr erstmal mit einem Produkt starten, um da erstmal ein Gefühl dazu zu bekommen und das Ganze zu optimieren. Und was viele Leute nicht wissen, virale Content-Erstellung ist ein essentieller Skill, der tatsächlich erlernt werden kann. Somit wird Viralität nicht mehr zum Zufall, sondern vorprogrammiert und nur eine Frage der Zeit.
Denn wenn du das richtige System und die richtige Formel dafür hast, kannst du es wie auf Fließband jedes Mal replizieren. Jetzt fragst du dich sicherlich, wie kann ich das überhaupt erlernen? Viralität, das ist doch kein Skill. Tatsächlich ist es wirklich ein Skill und den kannst du erlernen. Denn viele weitere, wenn sie ein Produkt finden, können sie es nahezu immer viral bringen, wenn man weiß, wie das geht. Und der erste Ansatz dafür ist, üben, üben, üben. Darüber kommt man einfach nicht vorbei, sprich aufnehmen, Videos produzieren, Content-Recherche und natürlich auch Videos schneiden. Das sind wirklich essentielle Skills dafür, die dafür notwendig sind, dass deine Videos überhaupt viral gehen können. Mein erster Tipp für deinen Gedankengang ist, orientiere dich an deinem Competitor 1:1 an seinem viralsten Video. Versuch das so gut es geht nachzumachen, nachzuschneiden und dann vergleich die nebeneinander. Und dann sei sehr selbstkritisch mit dir in der eigentlichen Entscheidung. Inwiefern ist mein Video besser, schlechter? Wie kann ich das eher zu diesem Punkt bringen? Und versuche das Ganze mit mehr Videos umso mehr. Und dann siehst du wirklich die Differenz zwischen deiner Qualität und seiner Qualität und warum sein Video viral war. So wirst du direkt anhand von einem Beispiel immer besser. Und dieser Skill ist heutzutage extrem wertvoll. Denn viele Brands haben mittlerweile Conversion Rate drauf, ihr Backend drauf, auch bezahlte Werbung drauf, aber die wenigsten heutzutage können wirklich sehr gut organisches Marketing. Und diese Brands wissen ganz genau, wie viel Power dahinter ist. Sprich, wenn du weißt, wie du wirklich organischen Content viral machen kannst, ist Aufmerksamkeit und diese zu fesseln ein extrem essentieller Faktor. Und dafür sind diese Brands bereit, sehr gutes Geld zu zahlen. Teilweise 3.000 bis 10.000 Euro im Monat. Sprich, das ist ein Skill, der sich allemal auszahlt. Was brauchst du eben, um diesen Content zu produzieren? Einerseits brauchst du ein Handy, um diesen Content zu filmen, dein Produkt, um dieses Content rundherum zu drehen und dementsprechend eine Schnittsoftware. Dazu empfehle ich dir eigentlich ganz einfach CapCut. Kannst du am Handy oder am PC schneiden. Ist auch 100%ig kostenlos und direkt von TikTok. Die wichtigsten Aspekte und Tipps, die ich dir vorab geben kann, achte hierbei ganz wichtig auf die Beleuchtung. Es sollten schnelle Schnitte, um eben die Aufmerksamkeitsspanne zu halten, drin sein, virale Videos oder virale Musik einbauen, also wirklich auf Trends auch eingehen und tatsächlich auch kontroverse Aspekte ins Video einbauen, um die Leute dazu anzuregen, zu kommentieren. Das ist zum Beispiel ein Musterbeispiel von einem Video, die das sehr gut gelöst haben. Und dementsprechend gab es auch viele Kommentare zu diesem Video, was natürlich den Algorithmus immer mehr ausgespielt hat, weil natürlich mehr Nutzerinteraktion drin war. Zu Beginn mein Tipp an euch, versucht euch so weit es geht, Inspiration von anderen bereits existierenden und funktionierenden Profilen und Videos zu orientieren. Versucht es so gut es geht nachzumachen und dementsprechend diese Ideen, diese Hooks für euch, für euer Produkt und Nische zu übernehmen und dementsprechend anpassen und euren eigenen Schnitt, Creative Style drüber zu packen. Denn das sind bewiesene Systeme, die funktionieren, also können die auch für euch funktionieren. Kommen wir zu Fundament Nummer 3, Schritt Nummer 3, dem eigenen Shopaufbau. Den braucht ihr eigentlich gar nicht überkomplizieren und theoretisch muss der Shop gar nicht von Anfang an stehen. Denn ihr braucht ja schließlich erstmal 1000 Abonnenten auf TikTok, dass sie überhaupt in euren Link klicken können. Tatsächlich könnt ihr dazwischen den Schritt mit Instagram probieren. Manchmal lohnt es sich aber erstmal den Shop erst aufzubauen, wenn das erste virale Video dort ist. So spart ihr euch zusätzlich Zeit. Aber wie sollte euer Shop grundsätzlich ausschauen? Diese Aspekte und diese Elemente sollte jeder gute Shop beinhalten. Vertrauenserweckender Shop, geradliniger Prozess für den Kunden direkt zum Kauf, schnell und übersichtlich gestalten, gute Content-Pieces, Vorteile über Eigenschaften und ein starkes Angebot. Und wenn du nicht weißt, wie das geht und du damit noch keine Erfahrung hast oder wirklich eine direkte Schritt-für-Schritt-Anleitung brauchst, dann habe ich ein kleines Geschenk für dich und zwar einen 100%ig kostenlosen Dropshipping-Kurs, wo ich dich A bis Z durch den ganzen Prozess begleite, von der Produktsuche bis zum Shopaufbau, alles Schritt für Schritt kannst du da eigentlich nachsetzen für deinen Shop. Und dann sollte dir das direkt helfen, einen hochwertigen Shop aufzusetzen. Auch dazu findest du den Link in der Videobeschreibung. Aber diese zwei wichtigen Aspekte, die ich dir noch mitgebe, sollte jeder Shop beinhalten, wenn es zum Thema organisches Dropshipping geht. Denn du wirst von Anfang an eigentlich relativ gute Margen haben mit organischem Dropshipping. Denn du brauchst dafür ja schließlich keine Marketingkosten. Und genau diesen Aspekt machen viele Leute falsch, denn sie sehen, vielleicht haben sie einen Durchschnittsbestellwert von nur ihren Produktkosten von 30 Euro und optimieren deswegen ihren Durchschnittsbestellwert nicht mehr. Das führt darum, dass sie das Ganze nie optimieren, weil sie schon gute Profitmargen haben. Wissen aber nicht, okay, wenn ich da jetzt versuche, noch eben die Durchschnittsbestellwert zu optimieren und zum Beispiel auf 40 Euro zu kommen, lassen die Tausende von Euros purem Profit liegen. Also achtet unbedingt darauf, wie ihr den Durchschnittsbestellwert erhöhen könnt. Und zudem optimiert euren Backend, denn die Leute werden vielleicht nicht von Anfang an bei euch einkaufen oder nicht nur einmal, sondern vielleicht über ein E-Mail-System, das ihr richtig aufgebaut habt. Und so maximiert ihr den Profit durch jeden einzelnen gewonnenen Kunden. So, jetzt solltet ihr eigentlich alle Mittel haben, um erfolgreich in 2024 mit Dropshipping mit einem 0-Euro-Budget, ja gut, 0 Euro sind es nicht ganz, aber unter 50-Euro-Budget zu starten und dementsprechend damit eure ersten 10.000 Euro Profit damit zu erzielen. Wird eine Zeit dauern, ihr werdet ein paar Produkte testen, es wird nicht von heute auf morgen passieren und ihr werdet dafür auch ein bisschen Zeit brauchen, um diesen Skill zu erlernen.
Aber wenn ihr lang genug dranbleibt und immer besser werdet, dann wird es früher oder später funktionieren. Wie gesagt, falls ihr direkte Hilfe braucht, fragt euch gerne für das 1:1 Mentoring-Programm unten in der Videobeschreibung an. Da werden nur limitierte Plätze verfügbar sein, also seid schnell. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.